Jo, willkommen mal wieder zu einem Technik-Unboxing- und Testvideo, denn ich habe mir was Neues geholt von EcoVax oder EcoVax, keine Ahnung, wie genau man das ausspricht, Robotics, habe ich mir den D-Bot Slim geholt. Das ist ein kleiner, ja, Staubsauger-Roboter und das Schöne an diesem ist, der ist sehr flach, das heißt, der kommt auch ideal unter die Couch zum Beispiel oder auch unter andere Möbelstücke, wo nur wenig Platz drunter ist und soll auf jeden Fall von der Reinigungsleistung sehr gut sein. Und dementsprechend schauen wir uns den mal gemeinsam an. Ja, warum holt man sich einen so einen Staubsaugerroboter und saugt nicht mehr selbst? Klar, entweder die Frau kriegt es nicht so gut hin oder und es ist einfach so, dass man keinen Bock drauf hat und das Schöne bei den Geräten ist meistens, man kann hingehen, programmiert das Teil oder lässt ihn einfach starten. Sobald man aus der Tür raus ist, kommt nach Hause, das Teil läuft wieder zurück in die Ladestation und die Wohnung ist sauber. Und das finde ich ist eine ganz coole Zeitersparnis. Damit muss man sich dann nicht rumplagen. So, gucken wir jetzt mal an, was hier alles drin ist, das Ganze aussieht. Wir sehen hier einmal Bedienungsanleitung, Instruction Manual. Mal gucken, ob wir die brauchen oder ob wir es so hinbekommen. So, dann haben wir hier, das wird die angesprochene Ladestation sein. Und jetzt haben wir nämlich hier, da ist er, den kleinen Roboter. Und darum geht es ja. Und ja, ich hatte nämlich auch schon mal einen anderen in der Hand beim Kumpel, der ist nochmal deutlich dicker, den verlinke ich euch hier auch nochmal. So ein iRobot, glaube ich, hieß der. Und der ist deutlich dünner. Also das ist wirklich ein ganz dünner, kleiner Saugroboter. So sieht der aus. Finde ich auch ganz schick mit dem Weiß und Grün. Also das ist jetzt eine ganz schöne Konstellation. Hier auch irgend so ein Muster noch mit drin. Okay. Ah, jetzt kann man nämlich hier reingucken. Da sehen wir dann, wie viel Schmutz drin ist und können das Ganze durch leichtes Rausziehen einfach leeren. Hier sitzt der Filter drin, wo der Schmutz dann hier in der Kammer drin, genau hier so wird es aufgemacht, gesammelt bzw. danach geleert wird. Ja, Einsetzen vom Filter geht dann wieder so rum. Man muss hier die Klappe hier oben halten, damit das passt. Und dann wird das so wieder eingeklemmt, Deckel zu und dann ist das Ding drin. Also was mir auch direkt beim ersten hier auffällt, wenn ich das Teil so auf den Boden setze, ich hoffe, ihr hört das, das hat stark gummierte Reifen, der Roboter. Und dementsprechend scheint er auch ganz gut leise zu sein, zumindest vom Laufverhalten. Vom Geräuschpegel können wir das jetzt gleich mal testen, da bin ich mal gespannt. Und hier sehen wir jetzt auf der Rückseite, haben wir quasi diesen Saugmund, wo alles aufgesammelt wird. Hier kommen jetzt die Fühler links und rechts noch dran, die dann halt den Schmutz drehen und hier in die Mitte hin sammeln und dann auffangen. Und hier noch der Bewegungsfuß. Genau. Ja, sieht soweit auf jeden Fall ganz gut aus. Hier vorne haben wir noch die Folie drauf. Da wird der genau so sensorenmäßig alles drin haben, ne? Was dazu gehört, damit der auch weiß, Achtung, da kommt jetzt ein Abgang oder sonst was, da kann ich jetzt nicht mehr saugen und dann kann ich jetzt hier nicht gegenfahren. Und das Ganze ist hier unten auch gummiert. Das heißt, er kann ruhig gegen irgendwas fahren. Da sollte jetzt auch keine Beschädigung entstehen. So, ich habe mich mit den ganzen Sachen jetzt ein bisschen vertraut gemacht und die hatte ich euch gerade nicht gezeigt. Das sind hier diese Fühler, diese Füßchen, die den Dreck einsammeln. Davon sind zwei im Ersatz da und zwei werden direkt eingesetzt. Die sind farblich markiert, einmal grün, einmal rot für die jeweilige Seite. Wir sehen das nämlich, hier ist auch wieder der grüne. Dementsprechend nehmen wir jetzt hier einen grünen raus und können den hier einfach, ist einfach ein Viereck unten, Quadrat unten einsetzen. Zack, das war's, dann ist der fixiert und zwei habt ihr im Ersatz. Die können beiseite gelegt werden. Fernbedienung mit Batterie, so eine kleine Knopfzelle habe ich gerade eingelegt, ist auch dabei. Dann haben wir, den hatte ich ja gerade, diesen Fuß hier unten, diesen ja, Säuberungsding, der einfach nur den Dreck aufnimmt. Das ist der hier. Und dieses Mikrofasertuch hier quasi ist der Ersatz, also auch nochmal dabei. Ja, dann wird das ganze Teil installiert hier in der Anleitung. Dafür gucke ich wirklich in die Anleitung. Habe ich auch noch nie gemacht, sowas. Im ersten Schritt Platzierung der Ladestation. Hier müssen wir die Entfernungen aufpassen und einhalten. Nach links braucht er einen halben Meter, nach rechts braucht er einen halben Meter und nach vorne 1,5 Meter frei. Also diesen Radius müsst ihr auf jeden Fall einhalten. Dann im zweiten werden die Seitenbürsten montiert. Habe ich gemacht, habt ihr ja gesehen. Im dritten wird das Gerät eingeschaltet. Da ist der Power-Button. So. Das war Teil 3. Dann aufladen. Genau. Dafür müssten wir, jetzt gucke ich gerade, genau.
Setzen Sie falls gewünscht das Reinigungstuch ein. Okay, genau. Und wenn er aufgeladen ist, dann kommt hier auch noch das Tuch drauf. Und wir gucken jetzt mal, ob die Ladung so ausreicht oder ob ich ihn wirklich erst ein paar Stunden aufladen muss, bevor er dann loslegen kann. Ups, da bin ich an den Deckel gekommen. So sieht das Ganze aus. Nur mit den kleinen Fühlern hier vorne, zack, kann er ideal den Dreck aufnehmen. So, Freunde, ich habe jetzt einfach mal nur auf den Auto-Button gedrückt. Im Automodus geht er hin und saugt einfach glücklich vor sich hin und sucht sich einfach so ein bisschen den Radius und alles ab. Und das sieht total witzig aus. Lautstärkemäßig ist okay. Also tausendmal leiser als ein normaler Hausstaubsauger, ganz klar. Da habe ich auch schon die krassesten Stories gelesen, wie laut die Dinger sein können. Und wups, jetzt ist er weg. Da ist er. So, nehmen wir hier einmal schnell Kleiderständer beiseite. Dann können wir da auch noch ein bisschen hinterher gucken. Also das ist ganz interessant zu sehen. Teilweise fährt er gegen so ein Möbelstück, teilweise aber auch nicht und stoppt vorher durch einen großen Sensor. Jetzt kommt er nämlich hier gerade zum Ding. Ja, ist er gegen gefahren, okay. So, jetzt sucht er. Das ist ganz interessant zu sehen, weil ich wäre jetzt an deiner Stelle hier lang weitergefahren. Zack, wieder dagegen, okay. So, mal die Klamotten weg. Wo ist er hin? Da drüben. Total spannend finde ich das. So, und jetzt wird es interessant. Da drüben kommt nämlich quasi ein kleiner Abhang. Ah, okay. Da ist er nur gegengefahren und hat gecheckt, nee, da kann ich nicht runter, da darf ich nicht runter. Zack, Stuhl nimmt er mit. Okay. So, und also Bude ist jetzt eigentlich relativ sauber. Dementsprechend bin ich mal gespannt, was der an Schmutz aufsammelt. Wenn er jetzt hier nochmal in meine Richtung kommt, werden wir mal anhalten und mal reinschauen. Das ist natürlich Käse, da drüber soll er natürlich nicht. Das ist natürlich ganz interessant zu sehen. Also wenn wir hier einen Kleiderständer stehen haben, weil der ist von der Höhe einfach nicht richtig. So, ich habe mir jetzt mal einen kleinen Schubs gegeben. Da hat er direkt gecheckt, nee, da darf ich nicht hin. Da beim Teppich hat er auch gestoppt. Also, das geht schon mal nicht. Hier irgendwas in dieser Höhe zu haben, weil der Scanner anscheinend ein bisschen drüber scannt, von der Höhe her. So, jetzt kommt er nochmal zum Abhang hier hinten. Okay, hat er gecheckt. Fährt er wieder die Bahn. Wäre ganz interessant zu sehen, ob er wirklich drüber fahren würde, wenn diese Fußleiste jetzt hier unten nicht wäre. Das wäre natürlich mal interessant. Aber die baue ich jetzt deswegen nicht ab. Okay. Seht ihr, das war es, was ich meinte. Jetzt hat er hier früher gecheckt, dass hier, Achtung, ein Pörler kommt und er nicht weiterfahren muss oder soll oder kann. So, wo ist er? Da drüben. Ja, der ist schon hartnäckig, sagen wir es so. Also diese Erkennungsfunktion habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen besser noch vorgestellt. Okay, lassen wir mal weiterlaufen. Jetzt hat er sich natürlich wieder ein bisschen eingefahren. Mal gucken, ob er da alleine rausfindet. Ja, komm, schaffst du. Das ist gar nicht mal so schlecht. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt mal einen Stopp. So, und dann gucken wir jetzt direkt mal rein, wie viel Schmutz da drin ist. So, ausgeschaltet ist. Jetzt machen wir hier die Klappe auf und gucken hier mal rein. Und ja, da sehe ich schon so ein bisschen. Okay, was haben wir da drin? Ein bisschen was. Hier vorne am Filter sehe ich jetzt nichts. Machen wir die Klappe auf. Oh, krass, doch. Das ist doch mehr als erwartet. Na, Kamera. So, jetzt hat sie es. Guckt euch das mal an. Das von der kleinen Runde? Das ist echt einiges. Das habe ich nicht erwartet. Boah, krass. Jede Menge Haare und wirklich Staub. Ist halt wirklich ein richtiger Staubsauger. Also echt krass. Und hier drin liegt auch einiges. Also das ist gar nicht mehr so zu verachten. Und der ist jetzt wirklich nur die 2,5 Minuten Videolieferpermanent wirklich hier rumgefahren und hat schon so viel Staub eingesammelt. Also das macht er auf jeden Fall vom Allerfeinsten. Richtig gut. Ja, wie ihr sehen könnt, wir haben ein bisschen Zucker hier verstreut, einfach um das Ganze zu testen. Und auch den Staub, den er gerade schon eingesammelt hat, haben wir jetzt auch mal verteilt. Und wir haben das extra auf ein bisschen Fläche gemacht, also ein bisschen Breite. Ich versuche ihn jetzt auch mal über die Fernbedienung zu starten. Oh, klasse, klasse, hat direkt geklappt. Also einfach einmal auf Auto gedrückt, ohne jegliches Programm. Und los geht's. Das scheint er zu schaffen. Das ist ganz gut. Boop, jetzt kommt er hier unten bis ans Stativ. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wann er und ob er diesen Bereich dort auch
aufsaugen wird, weil da drüben hängt er jetzt, fährt hier irgendwo sein Programm ab. Ja, das ist mein Bein, ich bewege mich jetzt extra nicht. So, und jetzt, okay. Seht ihr, läuft nämlich jetzt ein Stückchen weiter links auf einer anderen Bahn. Also das scheint schon irgendein interessantes Programm zu sein. Und wie ich das hier sehe, ist das auf jeden Fall auch ganz gut sauber geworden. So, da hat er wieder einen Karton im Weg. Seht ihr, jetzt hat er vorzeitig vor dem Karton gestoppt. Zack. Jetzt hat er den Wäscheständer auch richtig erkannt. Nicht wie gerade. Also das läuft auf jeden Fall soweit ganz gut. Mal gucken, ob er jetzt im nächsten diese Bahn nimmt. Müsste er eigentlich, dass er jetzt ein Stück wieder rüber geht? Nee. Geht er erst da drüben hin. Ja, Kurve. Jetzt ist er genau unter den Karton gefahren. Der sucht sich schon seinen Weg. Hau ab, das ist mein Bein. Also ich könnte ihm stundenlang zugucken, ich finde das witzig. So, okay, jetzt hat er den Bereich auch und jetzt das muss er jetzt aber endlich mal holen. Aber nochmal, also vom Geräuschpegel ist er wirklich total tiefenentspannt. Ja, und jetzt kriegt er aber wirklich hier den Rest. Sehr schön. Und da haben wir wirklich so ziemlich alles weg. Das sieht gut aus. Da war er jetzt noch nicht, sehe ich gerade. Da liegen noch ein paar Sachen. Aber ansonsten, da hat er ein paar Krümel liegen lassen. Ich war da gerade zu viel. Aber soweit, richtig cool. Gefällt mir. So eine witzige Sache. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe den Kleinen da hinten in die Ladestation gefahren und das geht über die Fernbedienung wirklich ganz easy. Einfach auf das kleine Häuschen drücken, dann kommt er raus. Wenn wir jetzt uns die anderen Modi mal noch anschauen, das finde ich ganz interessant. Der hat hier einmal Autoreinigungsmodus, den hatten wir gerade gesehen. Das ist so Chaos-Prinzip, da fährt der überall lang. Dann haben wir den nächsten, das ist der Reinigungsmodus, der nennt sich das hier. Und, sorry, Randreinigungsmodus, das heißt, der läuft hier am Rand, also überall Teppich vorbei, Wände und so weiter. Dann haben wir, ach so, genau, und den aktivieren wir hier über die Taste, ne, mit diesem Randsymbol. Dann haben wir die Taste hier rechts, das ist so eine Zielscheibe oder sowas in der Richtung, das ist Punktreinigungsmodus. Da läuft er dann irgendwie so zentriert im Kreis. Und dann haben wir noch, last but not least, genau die Taste, die ich gerade sagte, zum Reinfahren in die Station. Ich hole ihn jetzt einfach mal mit der Autotaste wieder raus, da seht ihr es, los geht's. Da kommt er direkt, legt los und das Gegenteil, wenn ich jetzt hingehe und drücke auf die Home-Taste, geht er jetzt zurück in die Station. Das macht er relativ langsam, wie ich finde. Jetzt ist er ein bisschen schneller. Beim ersten Mal hat er länger dafür gebraucht. Ich denke, er musste sich einfach erstmal einmal suchen und einspeichern, wo die Ladestation wirklich sitzt. So, genau, da fährt er jetzt. Ne, seht ihr, es ist relativ langsam, wie er da jetzt da drüben hinfährt. Wenn wir uns schnell nochmal angucken, wie das nah aussieht. Zack, da ist er drauf und wir sehen, ja, er lädt jetzt den Akku, der eingebaut ist, auf. Das sehen wir daran, dass die LED hier oben auf dem Autobutton einfach blinkt. Ja, eine weitere Funktion ist auch noch die Zeitsteuerung oder beziehungsweise Programmierung in Anführungsstrichen. Und da haben wir die Möglichkeit, das entweder über die Fernbedienung zu machen mit dieser Taste, mit den Pfeilen hier, oder aber wir gehen hin und machen das über den Autobutton selbst, genau, das ist hier abgebildet auf der Bedienungsanleitung, zweimal auf den Autobutton drücken und dann nimmt er die aktuelle Uhrzeit als Startzeit am nächsten Tag. Und das können wir jetzt hier mitmachen, auch mit der Fernbedienung, wird einfach einmal gedrückt. So. Nee, hat er nicht gemacht, er müsste nämlich. Nee, dann machen wir nochmal. Jetzt hat er hochfrequentig gepiepst, eins, zweimal geblinkt, dreimal geblinkt und jetzt sollte er loslegen, genau. Jetzt hat er sich quasi die aktuelle Uhrzeit als Startzeit gemerkt. Ja, jeden Tag mache ich jetzt diese Reinigung. So, last but not least haben wir auch noch, habt ihr gerade bestimmt gesehen, diese runden Tasten hier und die Play- und Pause-Tasten. Und so läuft er jetzt im Automodus, wenn ich Pause drücke. Na? Will er nicht? Jetzt, genau, jetzt hat er pausiert. Wenn ich jetzt nach rechts drücke, dreht er sich nach rechts. Wenn ich geradeaus drücke, fährt er so lange geradeaus, wie ich die Taste gedrückt halte. Stopp, bleibt er rechts stehen. Zurück, stopp, rechts und vor und links. Das reicht. Und so weiter. Wenn ich wieder Play drücke,
Da muss man schon mal einen Moment warten, dann legt er los, dann läuft er wieder. Also Pause und gut ist. Dann gibt es jetzt noch ein Fazit und dann sind wir durch. Ja, wie angekündigt, so mein kleines Fazit dazu, jetzt hier nach der Benutzung und dem Test. Also ich bin davon auf jeden Fall ziemlich begeistert, finde das Ding ganz cool. Man muss ein bisschen aufpassen, was man im Raum rumstehen hat. Denn ihr habt das gesehen, zum Beispiel einmal ist er ja drunter gefahren oder drüber gefahren, sorry, drüber gefahren, als das Gestell hier von dem Wäscheständer drunter gekommen ist. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also das ist so ein Nachteil bei den Teilen. Da wäre es besser, wenn der Sensor ein bisschen mehr auf den Boden noch geht. Das fände ich ganz cool. Ja, ansonsten vom Schmutz her, jetzt schaut euch das mal an. Nur so ein bisschen hier durch die Wohnung und das ist echt schon. Also wir halten unsere Bude eigentlich sauber, aber hier ist so viel Staub drin, das ist echt nicht normal. Richtig krass. Gerade hier auf dem Laminatparkett ist das natürlich eine ganz krasse Hausnummer. Und wenn wir uns jetzt hier auch nochmal angucken, wir hatten ja gerade noch so ein bisschen das Zuckerexperiment gemacht. Was da, ja, was sich da gesammelt hat, das ist nicht zu verachten. Im Gegenteil, das ist so einiges. Dann guckt euch das mal an, was da alles drin ist. Also er hat wirklich alles geholt. Und das hier ist halt wirklich ganz erschreckend. Na, dieser Staub hier. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich das Gerät auf jeden Fall super. Gefällt mir richtig gut. Kann ich euch dementsprechend nur empfehlen. Schaut es euch gerne mal an und haut rein. Daumen hoch. Bis zum nächsten Video. Ciao.